Servus Leute, zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Legends, Episode 2 des Falls der dunklen Bruderschaft, in welches so beginnt jetzt die Korsarenverschwörung. Beim letzten Mal haben wir uns ja Freunde gemacht hier mit so einem kleinen Assassinen. Jetzt müssen wir ja hier weitergehen. Ich gehe mal hier zu der Prinzessin, mit der habe ich doch das letzte Mal hier einen Auftrag gehabt und habe ihr geholfen. Vielleicht kann sie mir jetzt helfen. Ihr müsst in die Burg? Warum? Nein, sagt es mir nicht. Ich vertraue euch. Hier, damit dürftet ihr durch das Haupttor gelangen. Das war einfacher als gedacht. Belohnung. Fleischskulptur. Verwandle alle Karten in deiner Hand in Zufallskarten. Ja, die hatten wir mal in der Solo-Arena. Die war cool. Naja. Okay. Der Agent war hineingelangt. Doch nun musste er heimlich den Thronsaal erreichen. Heimlich? Wenn eine deiner Kreaturen stirbt, verlierst du. Ein Deck wird dir gestellt. In Verkleidung spielen. Gegen einen Burgverteidiger muss ich ran. Schauen wir doch einfach mal. Du wirst dich vorsichtig bewegen, wenn du den Thronsaal erreichen willst. Wenn eine deiner Kreaturen entdeckt und zerstört wird, verlierst du. Ja, wie soll das funktionieren? Ich verstehe. Ich bewege sie dauernd. Heimliche Mission, ja. Gib einer Kreatur Deckung. Okay. Ja. Natürlich stehe ich auf eurer Seite. Ich verstehe. Ich schiebe Wache. Ich kann ja gegnerische Kreaturen töten. Entferne eine verbündete Kreatur. Aha. Heute wäre ein übler Wind. Na gut, dann gehen wir mal heimlich hier auf die andere Seite. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Ach, das sind beides verdeckte Seiten. Na gut. Ich bin bereit und diene. Das ist nicht gut. Die muss auf die andere Seite. Ja. Das kriegen wir auch hin. Brauchen wir denn mal eine Veränderung? Bei den Acht, heute gibt es Tote. Außerdem bewegen wir diese Kreatur. Damit habt ihr nicht gerechnet, sie was? Sich selbst. Ich gehe nicht davon aus, dass da großartig Aktionen kommen können. So, wir bewegen uns heimlich auf der linken Seite. Zieht euch zurück oder sterbt! Mein Leben für euch. Wie lauten eure Absichten? Okay, ja, die muss ich auch loswerden. Das ist nicht gut. Bewege eine verbündete Kreatur. Könnte ich machen. Ich könnte es aber auch sein lassen. Also, was machen wir? Ich muss auf jeden Fall einen Feuerblitz wirken. In dieser Reihe bewegen, dann wird sie auf jeden Fall verdeckt und sie kriegt +1/+1. Sheor soll euch holen! Jetzt sterbt ihr Nackthaut! So. Oh, die ist unsichtbar. Ach du Schande. Ja gut, dann muss ich das einmal nutzen und ich muss wegen einer anderen verbündeten Kreatur in dieser Reihe. Geld oder Leben. Ich muss dich rüber bewegen. Dann wirst du wieder unsichtbar. Außerdem muss ich dich unsichtbar machen. Ich spiele dich auf der Seite und dann ist es auch schon... Nein. Ich muss den Schutzzauber von der nehmen.
Sonst damit können sie da Böses anrichten. Was? Damit haben wir echt nicht gerechnet. Zieht euch zurück oder aha, stirbt! Okay. Mein Leben für euch. Ja. Eine Kreatur. Mhm. Euer Blut wird spritzen. Okay, all in geht er. Uiuiuiui. Schutzzauber. Oh, shit. Da muss ich jetzt erstmal vorbeikommen. Vier Leben. Aha. Mhm. Schutzzauberwirkerin. Damit kann ich einen prinzipiell retten, würde ich mal sagen. Vorerst. Damit kann ich durchbrechen, aber dann kann ich keine Schutzzauberwirkerin spielen. Ich muss aber durchbrechen. Danach. Okay. So. Ah, bewegen. Bewegen ist eine Option. Eine gute Option sogar. Raus aus der anderen Reihe wieder. Ich brauche auf der Seite. So. Der große Ball. Bewege alle verbündeten Kreaturen. Nett. Das würde gute Buffs geben. Ich könnte mit der und der. Ich könnte 5, 4, 3 und. Nee, das geht nicht. Es darf keine einzige Kreatur sterben. Entfernen kann ich sie. Das geht, aber sterben darf keine. Na gut. Jetzt sterbt ihr, Nackthaut! Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Dann machen wir so. Shea soll euch holen! Und Angriff. Ausschwärmen! Okay, alles cool. Verdecken muss ich jetzt keine, also prinzipiell kann ich ja bloß eine verdecken und beide haben ein Leben, also von daher ist beides schlecht. Ich kann eine verdecken und eine entfernen. Ich bin eure Augen und Ohren. Okay. Noch ein Tor. Achso, du hast sie abgebrochen. Ich dachte, die hat er noch bekommen. Ja, mein Leben für euch. Ich erwarte euren Befehl. Rechte, das ist in Ordnung. Wie lauten eure Absichten? Das ist lästiger. Weil der halt Schutzzauber hat. Gib einer Kreatur weiter in Deckung. Oh, könnte ich noch mehr Deckung geben, also. Gut. Wenn ich aber allerdings alle auf die rechte Seite rüberbringe mit großem Ball, sollte es effizienter sein, weil an der 5, an der 1-5 komme ich deutlich einfacher vorbei als an der anderen. So, irgendwas Sinnvolles noch dazu? Nee, dann spielen wir den... Wobei... Na, spielen wir den großen Ball. Müsste reichen. Tanzt, meine Karten, tanzt. Das war gut. Das war sehr gut. So, dann als nächstes hauen wir mal mit der kleinsten Karte zu. Ausschwärmen! Und mit der zu. Shea soll euch holen! Und können wir es irgendwie hundertprozentig besiegeln? Nein. Jetzt sterbt ihr, Nackthaut! Aber es damit hat geklappt. Habt ihr nicht gerechnet, was? Hervorragend! Sneaky wie wir sind, war das ein Erfolg. Übrigens, neue Heroes of Skyrim Edition ist draußen. Hat man jetzt fast so eine, ja, ich würde fast sagen, Fluch der Karibik-Hintergrundmelodie, wie ihr sie gerade hört. Zieh eine Karte, wirf anschließend eine Karte, aber ja, gut. Zaubern. Wenn du zu Beginn deines Zuges 7 oder mehr maximal Mana, füge deinem Gegner 5 Schaden zu. Wow, die ist gut. Also ich finde die Hintergrundmelodie ein bisschen angehaucht an Fluch der Karibik. Gut, wir sind im Palast, wir sind durch die Verteidigung durch, jetzt sind wir anscheinend im Thron oder im Strategiesaal. Ein Assassine. Ich weiß nicht, wie ihr hier hereingekommen seid, aber ich bin gut vorbereitet. Ich weiß alles über die Verschwörung. Deshalb waren die Stadttore für die Korsaren geöffnet. Sie werden meine Feinde vernichten. Und meine Wachen werden euch töten.
Alle Karten des Königs haben Prophezeiung. Okay, heißt, jede Rune, die ich triggere, macht irgendwas. Na gut, dann habe ich keine Ahnung, was ich da einsetzen soll. König Barinia. Mein Freund, sei vorsichtig, wenn du seine Majestät angreifst. Okay, ich bin vorsichtig. Ah, gut. Gut. Ah, da kann man vielleicht was Besseres ziehen. Oh ja. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem Stiefel. Oh, haben wir mit gerechnet. So. Die Mutter der Nacht wird uns lang gehen. Klatschen muss es. Bruderschaftsassassinen. Soldat, Meldung. Eure Befehle. Eure Befehle. Toll. So sieht's gut aus. Ich bin eure Augen und Ohren. Ah, er zieht und wirft eine ab. Die wirft er gleich ab. Mehr könnt ihr nicht. Will er nicht behalten. Der Freund will sie nicht behalten. Hoffentlich habe ich Glück. Das wäre cool. Bleibt standhaft, Brüder. Sehr schön. Ich bin sowieso mit den Runen immer sehr vorsichtig. Von daher ist das schon, glaube ich, weil Prophezeiung habe ich keinen Bock drauf. Stahldolch. Ihr habt's rausgefunden. Göttlicher Eifer ist eine gute Karte. Ich schiebe Wache. Wache schieben ist cool, aber ja. Wir haben sowieso nichts zu tun. Wir warten einfach ein bisschen. Hier stelle ich hier was in den Weg. Wenn ich falle, würde ich nicht erhitzt. Ihr könnt uns nicht besiegen. Hier ist alles gut. Alles gut. Mein Freund hier möchte Hallo sagen. Vorsicht, mein Freund. Ja, die und ihre Freunde. Diese Ihr habt sie gefunden, oder? Ach du Schande, das war gut. Well played, mein Freund, well played. Aber, wobei, der ist besser, glaube ich. Sowas. Wusch. Mein Freund möchte alles haben. Galle! Ihr habt's herausgefunden. Ihr habt's herausgefunden, das habe ich alles. Ich werde den Hieß beschützen. Der ist noch nicht groß, zum Glück. Jetzt hätte ich gerne. Kynare, Geist des Himmels, leite uns. Ich muss angreifen. Ihr könnt uns nicht besiegen. Prophezei. Was kommt? Ich schiebe Wache. Damit kann ich klappen. Das ist gut. Für die schwarze Hand. Ab in die Bresche. Ei, Bagnus. Ärgerlich. Ihr habt's rausgefunden. Natürlich habe ich das. Ei, caramba. Das ist ein großes Viech. Das muss man leider zugestehen. Ich höre und gehorche. Na, ich muss die beiden spielen. Ich liebe einen guten Kampf. Anders kriege ich das Viech nicht down. Na gut. Der Sturm hat Damage. Tretet hervor, damit ich euch sehen kann. Er macht auch Damage. Der kriegt lauter Viecher, die Damage machen in letzter Zeit. Todesstoß. Das ist eine Karte, die kann ich nutzen. Oh ja, Todesstoß ist echt gut. Khajiit hat den Not. Die kann ich wirklich nutzen. Ja. Weil ich brauche unbedingt Khajiit-Power. Unbedingt. Und Leben. Netter Versuch. Ich bin eure Augen und Ohren. Okay, ja, ich brauche unbedingt Khajiit. Jetzt gibt es keinen Kommen. Unzerstörbar, oder? Ihr habt's rausgefunden. Ja, unzerstörbar. Okay. Eure schwerfälligen Schritte verraten euch. Auf der linken Seite muss ich auch langsam mal was tun, weil das ist gefährlich da. So. Ich muss leider diese Karte zerstören mit meinem Khajiit. Das geht nicht anders, befürchte ich. Ihr unterschätzt diese hier. Ein bisschen Leben bekommen. Dann, die wäre gut, die wäre auch gut auf der Seite und so. Dann, wie viel machst du mir? Du machst mir 3, 7, 10 Schaden.
Soldat! Meldung! Eure Befehle? Eure Befehle? Nee. Ich muss sie spielen. Khajiit, geh deinen Weg hinein. Und ich darf ihm keine Prophezeiung gönnen. Ach, ich komme auf der linken Seite nicht mehr klar. Erwischt! Ihr habt's rausgefunden. Ich komme da. Ihr habt's rausgefunden. Nicht mehr klar, außer ich habe da Hilfe. Aber die Hilfe bringt mir auf der Seite nichts. Doch, bringt sie mir was. Wenn ich falle, holt sich der Geist zu sich. Sogar gar nicht mehr so schlecht. Ihr bleibt bei mir, Soldat. Ich erwarte euren Befehl. Mhm. Das funktioniert. Oh, das ist richtig gut. Ich lebe noch. Ihr unterschätzt diese hier. Ich habe wieder Leben. Tanzt mit eurem Tod. Gut, jetzt muss ich stabilisieren. Jetzt muss ich mich stabilisieren. Okay, fangen wir an mit... Hier kommt keiner durch. Da kommt keiner durch. Ab in die Bresche! Weg! Das Chaos weg. Soll euch holen! Chant. Sehr gut, mein Leben ist safe. Vorerst. Shit. Ihr habt's rausgefunden. Oh, vorbei. Okay. Keine Gnade! Ist vollkommen okay. Ja, noch ein göttlicher Eifer. Zu Befehl! Ich liebe einen guten Kampf. Geist des Himmels, dann würde ich mal sagen, gönnen wir uns noch eine Runde, wa? Wir haben es gerade so... Oh, shit. Naja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Die paar Züge werde ich, glaube ich, noch überleben. Aha, das ist gut. Damit kann ich reagieren. Ihr unterschätzt diese hier. So, was kommt da? Nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand. Ah ja, gut. Die kann weggehen. Okay, mehr will ich erstmal gar nicht. Bei den Göttlichen, ich hole mir euren Kopf. Aha. Ja, das ist... Oh, tödlich. Oh, schön. Och, ich kann ja die zerstören. Prinzipiell. Ich lauere in den Schatten. Noch eine Karte. Mehr Value. Oh ja, deutlich mehr Value. Sehr schön. Okay, dann greifen wir an. Ihr unterschätzt diese hier. 10 Leben. 2 Runen, die triggern. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem Stiefel. Unwichtig. Unwichtig. Kommt, tanzt mit eurem Tod. Und als letztes? Wie lauten eure Absichten? Auf der falschen Seite. Kommt, schön. Tanzt mit eurem Tod. Der König ist gefallen. Lang lebe Wuji Games. Nice one. Speicher Terrenos, nachdem du eine Aktion ausgespielt hast, nimm eine zufällige Aktion auf die Hand. Ufer 10. Uah. Wartet! Überstürzen wir nichts. Mittlerweile haben die Korsaren die getötet, die euch angeheuert haben. Verschont mich, dann steche ich mit ihnen in See und überlasse meiner Tochter den Thron. Bitte! Ich flehe euch an. Sind wir nun ein Assassin oder sind wir ein Guter? Eigentlich... Nein, wir sind ein Assassine. Töten! Die Verbrechen des Königs waren schwer und der Agent nicht gnädig. Er beendete die Herrschaft des Regenten. Die Korsaren hatten Wegesruhen niedergebrannt und als der Agent den Auftrag ausgeführt hatte, hatten sie die Freistadt der Bruderschaft vernichtet und alle getötet. Der Agent reiste nach Falkenring, da er von einer weiteren Freistadt dort wusste. Oh. Verdammt! Du hast den König von Wegesruhe ermordet. Wie 4 von 8?
Was ist denn das? 3? Okay, kann ich da... Meister. Meister. Wie sieht's denn jetzt aus? Kann ich da noch die anderen nachholen? Oder? Ich glaube, ich kann es sogar zurückdrehen. Okay, die anderen können wir noch nachholen. Wir können es auch... Oder? Was passiert da? Die Verbrechen des Königs waren schwer. Damit kann ich bloß ein Video erneut sehen. Meine Entscheidungen bleiben. Na gut. Die andere Mission werden wir beim nächsten Mal machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.